Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr habt zauberhaft geschlafen, hattet einen erfolgreichen Tag und falls nicht, wünsche ich euch, dass ihr mit diesem Video vielleicht ein klitzekleines bisschen bessere Laune bekommt. Ich habe mir etwas ganz Besonderes überlegt und zwar hatte ich neulich schon ein Video, wo ich auf eure Looks mit meiner Palette reagiere und dann ein oder zwei nachschminke. Ich weiß es nicht mehr so genau, beziehungsweise ich weiß es noch nicht, weil das Video ist vorproduziert. Heute ist der 9. Oktober und ich glaube, ihr seht das irgendwann erst im November. Aber ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr Lust darauf habt, dass ich auf eure Make-up-Looks reagiere und meine Meinung, meinen Senf einfach mit dazu abgebe und eventuell ein paar Tipps gebe oder einfach darauf reagiere. Ich liebe Reaction-Videos und ich schaue das selber total gerne. Und deswegen dachte ich mir, hey, warum machen wir das Ganze nicht einfach auch mal hier? Ich habe das Ganze schon bei Hattie gesehen und ich glaube Ellie auch. Credits gehen also raus an die beiden Mädels. Links zu deren Videos stehen einmal unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall nach diesem Video einmal vorbei. Und jetzt, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich finde so dieser direkte Community-Kontakt ist immer total schön für mich. Ich hatte ja auch mein Video gemacht, wo ich euch anrufe und ihr mein Make-up bestimmt. Und ich war so nervös davor. Ihr wisst ja, ich werde ja diesen Monat operiert, wenn ihr das Video seht. Vielleicht wurde ich schon, vielleicht werde ich noch. Ich weiß es nicht. Und deswegen produziere ich so ein bisschen vor. Und ihr habt mir ganz, ganz tolle Ideen damals genannt. Und ich möchte jetzt so ein bisschen auf eure Looks reagieren. Eine ganz, ganz wichtige Nachricht habe ich an alle Leute, die das Video schauen. Ich blende natürlich Fotos ein. Ich habe die Zustimmung von den Leuten, die mich auf den Fotos markiert haben. Aber ich wünsche mir und ich bitte euch, seid respektvoll in den Kommentaren. Ich bin es auch und ich möchte von niemandem lesen, irgendwelche Beleidigungen oder Hate oder sonst was. Das toleriere ich hier absolut nicht und jeder Kommentar, der in diese Richtung geht, wird direkt gelöscht. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern einfach mit Respekt den Leuten gegenüber. Ich will es einfach nur einmal gesagt haben, weil ich in letzter Zeit oft angeschrieben wurde, hey, warum hast du Kommentare gelöscht? Wenn Kommentare gegen, also nicht Kritik ist, sondern Beleidigung, dann lösche ich das, weil das möchte ich nicht für mich haben und ich möchte das auch nicht für die Leute, die sich wirklich dieser Menschenmenge zeigen und sagen, hey, ich möchte, dass Maxim auf meine Videos, auf meine Looks reagiert und dementsprechend möchte ich auch, dass das Ganze wirklich respektvoll gemacht wird. Ich wurde vor 2 Stunden habe ich gefragt, auf über 250 Fotos markiert in den ersten 2 Stunden. Das ist eine Menge. Deswegen tut mir es leid, wenn ich nicht alle mit hier reinnehmen kann. Ansonsten mache ich das Ganze aber sehr, sehr gerne nochmal. Also lasst mir da auf jeden Fall ein Feedback in den Kommentaren. Falls ihr Fragen habt, wie dieser Look entstanden ist, den habe ich mit der Urban Decay Stoned Vibes Palette geschminkt. Das ist vor ein paar Wochen gewesen, das Video. Ich verlinke euch das einmal unten bzw. in der Ecke oder schaut einfach auf meinem Kanal, da könnt ihr das auch finden. Da habe ich diesen Look geschminkt und jetzt rutsche ich ein Stückchen zur Seite, denn ich möchte hier dann auch das Foto einblenden, damit ihr das Ganze auch sehen könnt. Unter dem Hashtag MaximReaction konntet ihr mich markieren. Falls ihr das wollt, könnt ihr mich da auf Instagram auch gerne markieren. Und ich setze euch auch alle Creator, die ich hier mit in dem Video habe, einmal unten in die Infobox, einfach als Credit, dass ihr das mitmacht. Also vielen Dank. Shoutout geht an euch raus. Ihr seid einfach wirklich krass. Okay, womit fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit dem Foto an, worauf ich als erstes markiert wurde. Und das ist von der lieben Like a Daisy in Spring, Sarah Isabel. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Auch den verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Sie macht ganz besondere Bilder bei Instagram, bevor ich es euch hier zeige. Das ist sehr artistisch. Das ist nicht dieses Standard Smoky Eye, sondern sie lässt sich immer was einfallen und macht nicht so langweilige Looks. Und diesen Look hat sie tatsächlich auch mit meiner Palette geschminkt, in Zusammenarbeit mit Catrice. Und ich zeige ihn euch jetzt. Krass. Die Augen, sie hat einfach mit die schönsten Augen auf der ganzen Welt in so einem richtig krassen Blau. Und sie hat die Farben aus meiner Palette benutzt und vor allen Dingen Limone und Mare und Livestream und das ist richtig, richtig cool geworden. Ich liebe über alles bunte Augenbrauen und ich wünsche mir, ich gebe alles dafür, dass dieser Trend irgendwann in den Alltag kommt mit bunten Brauen, weil wenn es toleriert wäre, so komplett toleriert wäre, es ist ja schon schwierig als Mann mit Make-up, I'm fighting for that, boys, aber dann auch noch mit bunten Brauen,
It's a lot, selbst hier in Berlin. Und ich liebe diese blauen Augenbrauen dazu. Das umrandet ihre blauen Augen auch, finde ich total schön. Und was auch richtig schön ist zu sehen, das sieht man bei ganz, ganz vielen Fotos, die auch mit meiner Palette geschminkt wurden. Auch wenn ihr blaue Augen habt, könnt ihr die Farben aus meiner Palette sehr, sehr gut benutzen. Ich finde, das bringt das Blau in euren Augen einfach nochmal viel, viel krasser mit raus. Ein richtig, richtig schöner Look von ihr. Dann haben wir hier einen Halloween-Look von Colors of Lina. Und das ist... Wow. Okay. Ich habe mich ja auch so ein bisschen ausprobiert mit Halloween-Looks. Mein Bart ist immer noch bunt. Sie hat hier einfach... Ich glaube, sie hat sogar Limone benutzt. Ja, Palette Eyes. Color Match, Slay, Story Openings, Limone und Highlighter, Hi Friends. Ich lieb's. Das ist so eine richtig coole Halloween-Idee. Schade, dass das Video erst nach Halloween kommt. Aber erstmal, wie krass die Detailarbeit an dem Kürbismund ist. Ich kann ja nicht meinen Eyeliner ziehen. Wie soll ich dann sowas machen? Und dieses Grün am unteren Wimpernkranz, richtig, richtig schön. Vor allem mit dem dicken Eyeliner, der aber nicht so lang ist. Ich finde, das bringt die Augen einfach nochmal so ein bisschen mehr raus. Ihr könnt mir gerne ein Feedback mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Eyeliner steht. Mögt es eher lang und dünn oder eher kurz und dick? Richtig cool. Ich liebe auch die Farben, wie krass die rausgekommen sind. Wow. Okay. Eventuell habe ich diesen Look schon einmal nachgeschminkt, aber das ist jetzt die erste Reaktion darauf. Der ist von Make-up Art Nevin oder Nevin und sie hat auch die Palette von mir benutzt und schaut euch bitte diese krasse Cut Crease an. Das ist ein total simpler Look mit einfach nur zwei Farben, aber dadurch, dass sie, ich glaube, sie hat einfach einen Glitter Liner genommen und ihre Crease komplett einmal umrandet mit einem schönen Eyeliner und krassen Lashes, einer nudefarbenen Lippe. Das sieht so hochwertig aus, obwohl so wenig Farben benutzt wurden. Und vielleicht inspiriert euch dieses Video auch, einfach mal ein paar Looks mit nachzuschminken. Auch da könnt ihr mich dann gerne taggen oder wahrscheinlich die Leute, die den Credit an diesem Bild haben. Richtig schön und vor allen Dingen mit ihrer etwas helleren Haut poppt dieses Blau auch einfach nochmal raus. Hier haben wir noch ein Halloween-Bild von Glitzerfee. Das ist so krass, weil... Ich finde Halloween-Looks total cool und ich könnte mir das Stunden angucken. Ich habe nur ein ganz großes Problem mit Halloween-Looks. Ich bin ja so eine Schisserin, ne? Und die Halloween-Zeit ist für mich eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Ich habe so Angst vor Halloween. Aber richtig cool, vor allem mit diesem Kunst-BLUT und diesem Schwarz. Auch heller Look, glaube ich, den man gut nachmachen kann mit der... hellen Gesichtsfarbe und dem Schwarz um die Augen. Und dann ihr Blick ist natürlich auch so richtig prone, also richtig böse. Hammer. Und die Farbe. Okay, hat nichts mit dem Make-up zu tun, aber Glitzerfee, ich liebe deine Haarfarbe. Wow. Hier haben wir auch nochmal von Glitzerfee ein Foto. Sie hat mich auf mehreren Fotos markiert und das ist, ich finde den so süß, den Look, ne? Sie hat einfach, es ist ein Hexenhut und dann sind da so, entweder es sind Fledermäuse, oder es sind Hände. Und als ich das Bild gesehen habe, als erstes musste ich an eine kleine Katze denken, die mit ihrem Schwanz hinten, da hat sie so den Eyeliner verlängert und dann diesen Hut mit auf hat. Richtig süß. Ihr seid, also ich habe ja wirklich viele Bilder bekommen und ich muss sagen, es ist so krass zu sehen, wie viele ultra talentierte Leute es gibt in unserer Community mit den krassesten Looks. Ich weiß, ich werde ganz oft danach gefragt, ob ich vielleicht nicht mal Videos mit Zuschauern drehen könnte. Ich würde das auch wirklich, wirklich gerne machen. Es gibt nur zwei Probleme. Problem Nummer eins, Corona ist halt immer noch da und ich möchte euch nicht in einem Risiko sehen. Ich möchte ein gutes Vorbild für euch hinter eurem Bildschirm sein. Ich will für mich aber auch einmal den Gesundheitsaspekt beachten und es hat einfach so ein bisschen was mit Privatsphäre zu tun. Ich habe da, glaube ich, noch nie so wirklich offen drüber gesprochen, aber es ist schon echt schwierig, unterwegs zu sein, wenn man dann auch noch Leute in die Wohnung holt. Das irgendwie, da ist so diese Grenze so ein bisschen überschritten, glaube ich. Ich bin gerade am Plan, vielleicht mit einem Studio oder so, dann ist das alles gar kein Problem mehr. Aber hier zu Hause, ich meine, wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer so ungefähr, ne? Aber wir arbeiten dran. Auf jeden Fall möchte ich wissen, was das für ein Lidschatten ist. Carnival Palette Tahiti, Day Palette von Hatice, Schmidt Labs und die 1991 Palette von Alicia Marie. Krasser Look. Ich liebe dieses Lila mit dem Gelb.
So, das ist ja auch eine Kombination, auf die würde man nicht sofort kommen, ne? Aber ich finde diesen Hut so süß. Und das ist das, was ich meine, ne? Ihr malt die krassesten Sachen auf den kleinsten Bereich hier. Und ich krieg nicht mal einen Eyeliner hin. Einen Eyeliner. Dann haben wir hier ein Bild von Lumia Beauty. Da hat sie auch meine Palette benutzt. Und sie hat gefühlt alle Farben aus der Palette genommen. Und das ist so krass, als ich den Look gesehen habe. Das ist schon jetzt ein paar Tage her das erste Mal. Sie hat das am 28. September gepostet. Das ist so eine Kombination. Und ich habe mich am meisten, kann ich euch erzählen, am meisten habe ich mich gefreut, bevor meine Palette rausgekommen ist, auf eure Looks. Weil als ich die Palette gemacht hatte, ich hatte so 5 Looks im Kopf, so meine Signature-Looks. Und ganz viele von euch haben die auch nachgeschminkt. Das Blau mit Limone in der Cut-Crease und so. Aber ich habe mich so gefreut, eure Looks und eure Inspirationen und eure Ideen davon zu sehen. Das war richtig, richtig schön. Und auch das ist ein krasser Look. Vor allem dieser Farbeffekt. Und das ist das, was ich meinte mit, ihr könnt die Schimmertöne und Topper-Shades gut miteinander mischen und habt dann diesen Holo-Effekt so ein bisschen von grün zu rosa und dann dieses Blau-Lila. Und dann hinten mit Shady oder Bossy ausgeblendet. Richtig, richtig schön. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, Freunde, ne? Hier haben wir einen Look von Bibi Fashionable. Die hat mich auf mehreren Looks markiert und wir gehen einmal schnell durch. Wir haben hier einmal einen, das ist so mein Augenentzündung-Feuerbändiger Look. Ich liebe es mit ihrer schönen Augenfarbe und diesem Orange. Probiert mal nächstes Mal, wenn ihr euch schminkt, zu schauen, welche Augenfarbe habt ihr und was ist die Komplementärfarbe davon. Und die Komplementärfarbe, die als Lidschatten. Und das hat sie halt mit diesem Look extrem gut gemacht. Also dieses Orange und Rot und auch hier wieder mit dieser goldenen Cut Crease als Liner mit dem Eyeliner auf der Wasserlinie. Das ist so krass. Warum seid ihr alle so mega? Auch das hier ist mein nächster Lieblingslook. Da hat sie einen Silberlidschatten auf dem beweglichen Lid und blendet das dann in so ein Grausilber mit aus und komplett scharf hier wie so ein Eyeliner hinten lang. Und durch dieses Blau in der Crease ist das ein sehr, sehr edler Look. Ich finde, das ist ein wunderschöner Look, so Richtung Abi-Ball, Richtung vielleicht einer sommerlichen Cocktailparty. So ein bisschen icy, ein bisschen kühler, ein bisschen frecher und durch diesen Liner hier hinten super, super sexy. Okay, ich wurde hier gerade eben nochmal auf einem Look markiert und das ist das, was ich meinte vorhin mit dem Inspo-Bild von mir aus der Kampagne, dieses Blau mit der Cut Crease. Und ich finde, Mina hat das richtig cool umgesetzt. Sie hat das Ganze nämlich viel, viel alltagstauglicher gemacht als ich. Sie hat viel mehr mit Mare gearbeitet und nur ganz wenig mit Livestream, um die Crease zu verdunkeln. Und ich finde, das ist ein richtig schöner Alltagslook geworden. Ich weiß nicht, ob es nur so wirkt, aber was ich da ganz spannend finde, ist, sie hat ganz, ganz dunkle Augen und dadurch, das Problem bei dunklen Augen ist ja oft, dass sich das so ein bisschen verliert, finde ich, zwischen, wenn man ganz, ganz viele Wimpern hat und auch viele Lashes trägt. Das ist das Problem, was ich ja meistens habe. Und sie hat durch diesen Eyeliner das Ganze aber nochmal provoziert und gesagt, hey, ich verdunkel das komplett, aber durch diesen hellen Lidschatten kriege ich einen richtig, richtig krassen Effekt um meine Augen. Das Weiß kommt viel mehr raus aus den Augen und lasst euch gesagt sein, Freunde, das Weiß ist das Geheimnis der Augen. So. Wenn das Weiß nicht weiß ist, bei mir ist es halt nie so wirklich weiß. Ich hoffe, es hat sich bald erledigt mit der Augenoperation, weil ich ja halt seit 15 Jahren jeden Tag Kontaktlinsen trage und viel Kleber und viel Puder an meinen Augen habe. Hat sie einfach gesagt, hey komm, wir machen das Ganze schwarz und das poppt dann nochmal so ein bisschen mehr und mit dem Blau richtig schön. Und zu guter Letzt, ich glaube, das ist einer der schönsten Looks, die ich gesehen habe, überhaupt, von beauty.b.a.hh. Gelbe Lidschatten und ich, Freunde, wir verstehen uns eigentlich gar nicht. Aber sie hat das so krass hinbekommen, ich nehme nochmal ein anderes Bild, dieses sehr, sehr Warmtone, ne? Dieses Braun und Orange und dann dieses krasse Gelb, was sie benutzt hat. Was hat sie benutzt? Steht leider nicht da. Beauty by AHH, wenn du das Video siehst, bitte schreib uns, was du benutzt hast, weil das ist der perfekte Herbstlook. Und eventuell habt ihr auch schon ein Video gesehen, wo ich diesen Look mit nachgeschminkt habe, weil er ist einfach so schön und ich habe so viele Ideen zu Lippenstift, zu Klamotten, zu allem. Und ich finde, das sieht einfach so schön aus und man sieht auf den beiden Fotos nicht, aber sie hat auch so richtig schöne Haselnussaugen auf dem Foto und das
gibt dem Ganzen dann auch nochmal wieder diesen Rahmen. Und das ist das Schöne, finde ich, bei Lidschatten, dass Lidschatten einfach euer Auge nochmal viel, viel mehr betonen kann. Ich habe grüne Augen, eins ist grün, eins ist braun. Und durch so grüne Lidschatten, finde ich, wird das Ganze einfach nochmal ein bisschen herausgeholt. Und das ist wunderschön. Und das war der erste Teil dieses Videos. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mitgemacht habt. Ihr seid so, so krass. Tut mir leid, falls ich nicht alle mit in diesem Video abholen konnte. Falls ihr wollt, mache ich da gerne nochmal einen Teil 2. Lasst mich das gerne wissen. Schaut unbedingt bei allen Mädels mit vorbei, die mich auf den Fotos markiert hatten. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.